Diabetes mellitus ist eine Volkskrankheit, von der über 600.000 Menschen in Österreich betroffen sind. Die Tendenz ist steigend. Meistens handelt es sich hier bei einem Typ-2-Diabetes bei 80-95%. Das Auftreten des Typ-2-Diabetes ist durch Übergewicht und Bewegungsmangel deutlich gefördert. Diabetes mellitus ist eine Gefäßerkrankung. Das spiegelt sich in folgenden Zahlen wider. Alle 50 Minuten stirbt ein Mensch in Österreich an den Folgen des Diabetes mellitus. Das entspricht 10.000 Menschen im Jahr. Die Haupttodesursachen sind hierbei der Herzinfarkt und der Schlaganfall. Es treten aber auch 2.500 Amputationen im Jahr als Folge des Diabetes mellitus auf. 300 Menschen pro Jahr werden dialysepflichtig. Und leider erblinden immer noch 200 Menschen pro Jahr an den Folgen des Diabetes mellitus. Es kommt durch die chronische Überzuckerung in den Gefäßen zu Gefäßschäden. Dies wird vor allem auch durch die meistens bestehenden Begleiterkrankungen wie den arteriellen Hypertonus und die Hypercholesterinämie oder gar Zigarettenkonsum gefördert. Der Diabetes mellitus ist deswegen auch so eine schwerwiegende Erkrankung, weil er oft jahrelang unerkannt und untherapiert bleibt und die Folgeerkrankungen unbemerkt auftreten können. Das Therapieziel muss sein, den Diabetes mellitus selbst optimal einzustellen, aber auch eben die Begleiterkrankungen. Denn nur dann kann das Auftreten und das Fortschreiten der Atherosklerose und der Thrombenbildungen in den Gefäßen und deren Auswirkungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenschäden, Nervenschäden, Beinamputationen und Erblindung verhindert werden. Leider hat der Typ-2-Diabetes keine typische Symptomatik, wie es der seltenere Typ-1-Diabetes hat. Dieser geht meistens mit vermehrtem Durstgefühl, Gewichtsabnahme oder Sehproblemen einher. Darum ist es besonders wichtig, vor allem wenn Sie Risikofaktoren in der Familie haben, beziehungsweise auch Begleiterkrankungen wie erhöhten Blutdruck, regelmäßig zur Vorsorge zu Ihrem Hausarzt zu gehen und die Blutzuckerwerte kontrollieren zu lassen. Ein gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung und regelmäßiger Bewegung vermindert deutlich das Risiko des Auftretens eines Diabetes mellitus. Darum gehen Sie zur Vorsorge, bleiben Sie gesund.